Also um das Ganze durchzuführen, brauchen wir zum einen unseren Gebläsewiderstand, den Klimaigel. Dann haben wir noch unseren Gebläsemotor. Der hat beim E46 die Febi-Nummer 38487. Der Widerstand 24617. Und dann erneuern wir bei der Arbeit auch noch gleich unseren Mikrofilter. 18641 wäre hier die Febi-Nummer. Da auch nochmal vielen Dank an die Bilstein Group, die uns für dieses Video die Teile wieder zur Verfügung gestellt haben. Finde ich echt cool. Vielen Dank. Und jetzt bauen wir das Ganze ein. Also zuerst, ich hoffe, man hört mich jetzt im Video überhaupt, weil ich ein bisschen weiter weg bin. Zuerst entfernen wir hier oben die Abdeckung von unserem Mikrofilter. Dann können wir den alten Mikrofilter gleich mal entnehmen. Als nächstes müssen wir hier 4 Torx-Schrauben lösen. Mit einem 30er Torx. Dabei aufpassen, dass euch die Schrauben jetzt nicht, hier sind so 2 Löcher drin für die Frischluft, dass euch die Schrauben nicht durch die Löcher jetzt nach unten abhauen, weil sonst können wir erstmal unsere Schrauben suchen. So, nachdem ihr die Schrauben entfernt habt, nehmt ihr hier noch euer Pluskabel raus und dann könnt ihr das ganze Ding nach oben ziehen und zu euch. Als nächstes müsst ihr hier oben die 2 Schrauben rausmachen, einmal hier oben und einmal rechts, das sind 2 30er Torx. Als nächstes lösen wir hier diese 4 Deckel. Einmal hier, den hinteren und den. Dazu fahren wir vorsichtig mit einem kleinen Schlitzschraubendreher seitlich rein und hebeln die Deckel auf. Passt hier auf, die Nasen an der Seite brechen wahnsinnig leicht ab. Ist mir auch schon öfter passiert. Wenn wir unsere 4 Deckel gelöst haben, haben wir darunter 2 10er Schrauben und 2 10er Muttern. Die lösen wir jetzt auch noch. Und jetzt können wir die 2 Abdeckungen entnehmen. Den Öldeckel unbedingt wieder drauf geben, damit euch ja nichts da reinfällt. So, jetzt haben wir unsere 2 30er Torx hier schon gelöst. Jetzt können wir vorsichtig diese Schutzwand nach vorne ziehen. Bisschen nach vorne und nach oben. Und dann kommt das Ganze schon raus. Und jetzt sehen wir schon hier hinten die Verkleidung von unserem Gebläsemotor. Die ist unten mit 2 Metallklammern gesichert.
Also der Deckel ist oben mit zwei Rastnasen gesichert, einem 20er Torx und von unten mit den zwei Clips eingehängt. Die können euch auch nicht runterfallen. Die sind hier hinten mit dran. Ich habe sie jetzt ein bisschen auf die Seite gemacht, dass sie hier dran kommen. Hier hinten sieht man jetzt unten den Klimaigel. Also da hinten das Silberne. Ich weiß nicht, ob man es jetzt sehen kann. Schau, ob du näher rankommst. Genau, da unten das Ding mit den einzelnen Stacheln, was aussieht wie ein Igel. Das müssen wir von drin machen, da muss das Handschuhfach raus. Wir wechseln jetzt hier oben den Gebläsemotor aus. Der ist mit vier Schrauben gesichert. Das sind vier Torx-Schrauben und hat einen Steckverbinder. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Da unten drin, genau. Das lösen wir jetzt und dann können wir den neuen Motor einbauen. So, wenn ihr alle vier Schrauben gelöst habt, löst ihr oben noch euren Stecker. Der ist hier. Müsst ihr seitlich drücken, damit ihr den entriegelt. Und dann könnt ihr euren Motor versuchen, da auszufädeln. Jetzt, wo wir den mit sanfter Gewalt rausgebracht haben, einfach nach links zur Seite ausfädeln, ist gar kein Problem. Holen wir mal unseren neuen Motor. So, wenn ihr den Motor jetzt wieder drin habt und ihn angeschlossen habt, dann könnt ihr hier die zwei 30er Torx wieder festschrauben. Wenn ihr die fest habt, dann gebt ihr wieder eure Motorabdeckungen drauf. Und wenn ihr die Motorabdeckungen beide wieder drauf habt mit den Zehnern, dann geben wir unseren Mikrofilterkasten wieder drauf und packen unseren neuen Mikrofilter da rein. Schaut, dass die Bohrungen passen. Und dann sitzt er mit einem Handgriff. Auch hier wieder aufpassen, dass die Schrauben nicht runterfallen. Ist mir schon oft genug passiert. Muss jetzt nicht unbedingt sein. So, wenn wir unsere Schrauben zurück drin haben, geben wir unseren neuen Mikrofilter rein. So, und jetzt können wir unsere Abdeckung wieder drauf geben. Dann hängen wir noch unsere Plusleitung ein. Und das Ganze ist schon erledigt. Jetzt tauschen wir noch den Klimaigel. Und dann sind wir für heute fertig.